einen herrlichen Tag heute. Die Kinder sind furchtbar aufgeregt, obwohl sie es gar nicht sein müssen. Die machen das großartig, wir proben ja schon lange genug. Ihr dürft euch jetzt einmal niedersetzen. Man kann es fast gar nicht glauben, aber das Schuljahr hat gerade erst begonnen und schon steht Weihnachten vor der Tür. Grund genug, um in dieser immer schneller werdenden Zeit einfach sich ein bisschen Zeit zu gönnen, ein bisschen Ruhe zu gönnen und diesen wunderbaren Abend mit uns zu genießen. Besonders begrüßen möchte ich ein paar Herren und Damen. Ich bin mir leider nicht sicher, ob ich jetzt alle gesehen habe. Bitte mir das zu verzeihen, wenn ich jemanden jetzt nicht erwähne. Noch nicht gesehen habe ich unseren Herrn Bürgermeister. Ich begrüße ihn trotzdem, ich hoffe, er kommt noch. Kommt vor, dass er irgendwo im Stau steht oder unterwegs ist. Als Vertretung für alle Gemeinderäte möchte ich die Verantwortliche für den Bereich Schule, die Frau Ursula Berthold, herzlich begrüßen. Die habe ich schon gesehen, die Schule da hinten. Als Vertreter für unsere Geistlichkeiten und guten Seelen der Gemeinde möchte ich ganz besonders begrüßen unseren Herrn Altpfarrer Roland Moser, der heute zu uns gekommen ist. Und die Katharina Riebisch. Als Vertreter für ortsansässige Unternehmen, die uns in unserer Arbeit immer sehr großzügig teilweise unterstützen, möchte ich erwähnen, ich bin mir leider nicht ganz sicher, ob da jemand gekommen ist, ich sehe momentan niemanden. Die Raiffeisenkasse, die uns immer sehr großzügig unterstützt und uns auch Führungen anbietet, wenn wir die Bankgeschäfte einmal kennenlernen wollen. Aus dem Bücherturm möchte ich die Familie Weininger herzlich begrüßen, die sind da. Kaufhausnamen Frisch ist leider heute nicht vertreten, weil die beiden zum Elternsprechtag ihrer Tochter noch nie gefahren sind. Aber sie gehören auch zu den Unternehmen, die uns immer sehr unterstützen. Die Gärtnerei Schwanzer unterstützt uns auch immer wieder, hat uns auch ein paar Blümchen zur Verfügung gestellt, die wir bei unserem Christkindlmarkt im Anschluss dann auch verkaufen dürfen. Die Firma Holzbau Wanzenböck darf ich auch herzlich begrüßen, da ist die Familie da. Sie versorgen uns immer mit Holzresten und diversen Kleinigkeiten, die wir für Bastelarbeiten brauchen. Das letzte, was sie uns gesponsert haben, war eine Holzplatte für unser Theater, für unser aufstellbares Kasperltheater, wo wir eine ganze Platte erneuern mussten. Vielen herzlichen Dank dafür. Der ist, glaube ich, heute auch nicht vertreten. Die Frau Neubauer musste absagen, die hat noch einen anderen Termin. Aber ich freue mich, dass wir ein paar Maxi-Kinder zu uns gefunden haben, die hoffentlich schon mit ganz großen Augen und großen Ohren dem lauschen, was wir da heute tun. Dann sei die Musikschule Region Wagram erwähnt, aber ich glaube, da ist auch niemand gekommen heute. Und die Gudrun Burghofer, die uns mit dem Gesang unterstützt, die hat leider auch heute einen anderen Termin und konnte nicht dabei sein. Demnach schaffen wir das heute ganz ohne Musiklehrer. Unser Pflichtschulinspektor, der musste aufgrund von mangelnder Fähigkeit, sich zu klonen, um auf 7 Weihnachtsfeiern gleichzeitig sein zu können, absagen. Ich weiß leider nicht, ob unsere Beratungslehrerin hergefunden hat. Ich habe sie ist da hinten. Herzlich willkommen, Romana Birschig. Unsere Sprachlehrerin, Frau Helene Sam, hat auch, oh, ist auch da. Herzlich willkommen. Die Schüler und Schülerinnen der Volksschule haben für Sie ein buntes Programm vorbereitet, angefangen mit Beiträgen jeder Klasse über ein gemeinsames Mini-Musical,
das heißt der kleine Stern. Und zum Abschluss wollen wir Ihnen dann noch einen Beitrag unserer 7-Klasse zu, wie sagt man, zum Besten geben. Danke für die Worte. Bevor wir beginnen, darf ich Sie aber noch um zwei Dinge bitten. Bitte die Handys abdrehen oder auf lautlos. Es hört nicht nur uns, sondern auch die Kinder, es irritiert sie sehr. Und wenn unsere jungen Gäste das Bedürfnis haben, ein bisschen lauter zu sein, dann würde ich Sie bitten, vielleicht das ein bisschen draußen wieder zu beruhigen und dann wieder zu uns hereinzukommen. Dankeschön. Beginnen darf jetzt die erste Klasse. Sie geben ein Lied über den Weihnachtsmann zum Besten, dem ein Missgeschick passiert ist. Hören Sie selbst. Der Weihnachtsmann hat sich kein Bein gebrochen. Er liegt im Bett und denkt darüber nach. Wie schaffe ich mir all die schönen Sachen für all die Kinder in der Weihnachtsnacht? Der Weihnachtsmann hat sich kein Bein gebrochen. Er ist beim Schlittenwackeln einfach ausgerutscht. Thank you.
Die dritte Klasse wird uns jetzt ein englisches Lied über das Christbaumschmücken näher bringen. Die Reise eines kleinen Sterns über die ganze Welt.
und der schaut sich ganz genau an, wie in verschiedenen Ländern Weihnachten gefeiert wird und welche Bräuche es dort gibt. Yeah.
Chinesen liebe Silvester zu feiern. So wurde auch das Weihnachtsfest populär, obwohl nur sehr wenige Chinesen Christen sind. In China wie auch in anderen Ländern Asiens wurde die Art des weihnachtlichen Treibens vor allem aus den USA übernommen. Viele Verkäufer in den Geschäften tragen rote Mützen. Diese chinesischen Weihnachtsmänner nennt man Dunqi Lauren. Wohnungen werden mit bunten Lichtern und Blumen geschmückt, damit bringen die Menschen Licht und Farbe in ihre winterliche Welt. Viele Australier verbringen die Dezembertage am Strand.
Abend entzünden sie mitgebrachte Kerzen. Gemeinsam singen sie Weihnachtslieder, begleitet vom Rauschen des Meeres. Kookaburra, der bekannte australische Eisvogel, sitzt im Weihnachtsbaum und stimmt in das Singen ein. Feliz Navidad.
Thank you.
unterschiedlichen Bräuchen. Adventkränze mit bunten Kerzen, Weihnachtskrippen und Christbäume, Menschen bringen Licht ins Dunkle der Zeit. Auch mal in den Einkaufsstraßen, top bemützte Weihnachtsmänner trifft, so freuen sich viele doch auf das Christkind in der Krippe. In den Häusern duftet es nach Weihnachtsleckereien, Weihnachtssterne werden gebastelt. Man singt und wünscht einander frohe Weihnachten im Schein der Kerzen. Aussprechen.
möchte ganz herzlich meinen Kolleginnen und meinem ganzen Team hier in der Schule danken, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Ich möchte meinen Dank auch an Frau Berthold richten, die mit viel Geduld und Hartnäckigkeit schon vieles für uns erreicht hat. Mein Dank gilt natürlich auch der Gemeinde, ohne die es uns als Schule gar nicht gäbe. Dann heißt es, Danke zu sagen allen fleißigen Eltern und Tanten, Onkel, Omas, Opas, die uns beim Bastelvormittag fleißigst geholfen haben, um wunderbare Arbeiten herzustellen. Diese können Sie im Anschluss nicht nur bewundern, sondern Sie dürfen sie auch gegen ein kleines Entgelt kaufen. Dann darf ich den Eltern auch danken, die uns immer wieder mit diversen Materialien und Basteldingen versorgen. Und auch kleinere und größere Reparaturarbeiten durchführen, denn wenn es etwas zum Leimen ist oder größere Dinge zum Reparieren sind, dann findet sich immer ein Opa oder ein Onkel, der das gut kann und das für uns macht. Herzlichen Dank dafür. Ein großer Dank gilt auch dem Elternverein unserer Volksschule, der uns großartig unterstützt in vielen Dingen und auch heute Abend für Sie und uns ein herrliches Buffet zusammengestellt hat und Sie dann im Anschluss bewirken wird. Danke. Ohne Sie alle wäre Schule nicht möglich, so wie es die Kinder gewöhnt sind und so wie Sie gewöhnt sind hinaus. Beitrag, da freue ich mich jetzt ganz besonders, den darf ich mit den Kindern der 7. Klasse präsentieren. Dieses Lied und noch einige andere werden wir auch am 11. Dezember beim Adventkonzert in der Pfarre Absdorf gemeinsam mit dem Chor Mauritius zum Besten geben. Dazu darf ich Sie alle recht herzlich einladen. Karten für dieses Konzert können Sie im Kaufhaus Knell oder in der Drogerie Elisabeth erwerben. Ich freue mich, wenn viele von Ihnen auch da wieder dabei sind. Und unser Lied, das wir Ihnen heute präsentieren, heißt Advent.